Hi Gerald von Gerald Rams hier. Heute möchte ich dir zeigen, wie man das Schlagfell einer Snare Drum wechselt. Hier siehst du ein altes Remo Ambassador Coated Fell, 14 Zoll. Man sieht, die Beschichtung ist schon leicht abgelöst. Das ist ein Hinweis darauf, dass man das Fell wechseln sollte. Man hört es vielleicht auch vom Klang, dass es nicht mehr sauber klingt. Und ansonsten, wenn wir das Fell gleich abgenommen haben, sieht man vielleicht auch, dass es so eine leichte Wölbung hat nach innen. Das sind alles Zeichen dafür, dass das Fell nicht mehr in Ordnung sind. Okay, im ersten Schritt nehmen wir das Schlagfell komplett ab. So, dazu nehmen wir einen Stimmschlüssel und gehen in kleinen Schritten einfach ringsrum. Ich mache das jetzt hier so in Viertelumdrehungen. Man kann es auch ein bisschen schneller machen. So, ich habe es jetzt im Stimmschlüssel alles so lose gedreht, dass man den Rest der Stimmschrauben mit den Fingern drehen kann. Das geht dann vielleicht ein bisschen schneller. So, dann nehmen wir hier alle Schrauben raus und legen die beiseite. So, jetzt nehmen wir hier das komplette Teil raus. Man sieht auch, hier ist ein bisschen Dreck hat sich hier drumherum angesammelt. Und man sieht hier so eine leichte Wölbung. In der Mitte ginge noch schlimmer, aber ist auf jeden Fall deutlich zu erkennen. Das Fell ist also nicht mehr gut. Das kommt beiseite. So, dann nehmen wir uns hier ein neues Fell. Also hier auch wieder ein Remo Ambassador Coated habe ich genommen. Du legst das Fell auf den Kessel auf, dass es relativ gleichmäßig aufliegt. So, dann können wir also alle Teile wieder aufeinander legen. Hier darauf achten, dass das nicht auf einer Seite sehr runterhängt, sondern gleichmäßig aufliegt. Und dann kannst du alle Schrauben fingerfest anziehen. Das heißt also, an dem Punkt, wo man ein bisschen stärker drehen muss, hörst du quasi erstmal auf. Und das machen wir jetzt mit allen Schrauben. So, und jetzt können wir quasi beginnen mit einem Stimmschlüssel, auch in kleinen Schritten. Du kannst Achtelschritte, Viertelschritte oder halbe Schritte, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Ich mache jetzt hier mal Viertelschritte. Langsam hochgehen. Du fängst bei einer Stimmschraube an, nimmst dann die gegenüberliegende und dann hier zum Beispiel gehe ich in einem, ja sozusagen in einem Viereck vor, also links, rechts, oben, unten.
und dann die Schrauben dazwischen. So, dann kommt die zweite Viertelumdrehung. Du hörst schon mal, dass das zwischendurch knackst. Das sind also Verklebungen innerhalb des Felles, die sich jetzt lösen. Das ist bei Remo normal, brauchst du dir keine Sorgen machen. Ist dann auch sehr tief, hier müssen wir noch deutlich höher gehen. Gehen wir zur dritten Viertelumdrehung. Auch immer noch sehr tief. Können wir ruhig noch höher gehen. Vierte Viertelumdrehung. Jetzt komme ich schon langsam in die richtige Richtung. Ich hatte mir vorher schon so ein paar Fellspannungsdaten vom alten Fell aufgeschrieben. Einmal gibt es zum Beispiel so ein TuneBot, der die Tonhöhe in Hertz zum Beispiel abspeichert. Oder hier so ein Fellspannungsmessgerät, TensionWatch, Tama. Da habe ich mir so ein paar Werte notiert. Das ist ganz sinnvoll, wenn man einmal so eine Spannung gefunden hat. Dann kann man die wieder reproduzieren und muss nicht wieder von Null sozusagen beginnen. Wir gehen hier noch etwas höher, die, ich glaube, fünfte Viertelumdrehung. Schon etwas höher, aber wir können noch weitergehen. Jetzt geht es schon eher in die richtige Richtung. Ein Stückchen gönnen wir noch. So, jetzt sind wir schon ein bisschen höheren Bereich. Man kann die Tonhöhen auch abgesehen von den Messgeräten noch gut mit dem Ohr hören, mit so einem etwas weicheren, weiß nicht, Mallet-Schlegel oder was das ist.
Da kann man das also quasi nach Gehör abstimmen, dass man sich eine Stimmschraube den Ton merkt und dann die anderen entsprechend angleicht. Oder man nimmt eben diese, ja, Zusatzgeräte dazu. Ich hatte hier beispielsweise vorher einen Grundton von 152 Hertz. Jetzt habe ich hier schon 159, bin also einen Ticken höher. Und die Einzelstimmschrauben waren bei 227 bis 228 Hertz. Bin ich jetzt auch schon drüber. 237, 239. Ist auch ein Ticken drüber. Und die Feldspannung war so um die 80 jetzt hier bei dem Gerät. Das kommt aber auch hier ungefähr hin. Man kann vielleicht auch bis 85, 90 gehen. Da muss man ausprobieren, was man für eine Tonlage halt haben möchte. Jetzt gehen wir nochmal in die Feinabstimmung. 237. Hier haben wir 240, hier 239, 237 kann man noch einen Ticken höher gehen. Jetzt haben wir 238, 239, 238, 240. Den ist der einzige, der ein bisschen hoch geht, sich ein bisschen runter, wieder ein bisschen hoch. 239, 39. Hier war 37. Das untere Fell kannst du festhalten oder die Trommel auch auf ein, ja, auf ein Kissen legen, damit das untere Fell nicht den Klang beeinflusst. Hier nehmen wir auch einen Ticken zu hoch. Jetzt haben wir also alles im gleich klingenden Bereich und können mal anhören, wie sich das anhört. Jetzt noch sehr viele Obertöne vorhanden, nur ohne den Teppich. Und wenn wir dann noch ein Moongel oder so mit dabei packen, dann haben wir schon einen super Klang. Okay, also zusammengefasst nochmal die Schritte. Das alte Fell abnehmen, wenn es abgenutzt ist, Verschleißspuren aufzeigt, sich die Oberfläche ablöst, Wölbungen beim abgenommenen Fell vorhanden sind. Dann auf jeden Fall wechseln oder wenn es einfach nicht mehr klingt. Am besten immer ein neues Fell nehmen, dann hast du auch lange was davon. Das alte Fell komplett abnehmen, das neue drauf. Alle Teile wieder zusammenfügen, die Stimmschrauben fingerfest anziehen. In Viertelschritten, am besten so diagonal, damit sich die Spannung gleichmäßig verteilt. Hochgehen Viertelschritte. Das hängt dann von Snare zu Snare ab, wie viele Schritte das sind und wie hoch du die Snare am Ende haben willst. Wenn du ungefähr in deiner gewünschten Tonhöhe bist, dann die Feinabstimmung vornehmen, eine Stimmschraube als Ankerpunkt sozusagen nehmen und die anderen auf die gleiche Höhe stimmen. Und bei Remo-Fällen kannst du auch nochmal in die Mitte drücken, damit sich Verklebungen lösen, aber nur vorsichtig. Das macht manchmal so Knackgeräusche.
Ja. Und dann musst du das gleich natürlich auch mit dem Schlagfell machen. Das muss man ab und zu auch mal wechseln. Dann geht es noch darum, die Tonhöhen abzustimmen. Aber in diesem Video wollte ich nur zeigen, wie man grundsätzlich überhaupt ein Fell, egal ob das Snare, ob das Bassdrum, ob das Toms sind, überhaupt stimmt. Ja, grundsätzlich kann man auch das Fell höher stimmen, als man es möchte, dann einen Tag stehen lassen und dann wieder auf die gewünschte Tonhöhe zurückstimmen. Dann wird noch die Gefahr davon, dass sich das Fell von alleine verstimmt, ein bisschen reduziert. Oder man kann auch mit einem Föhn an der Seite hergehen. Also gibt es noch detailliertere Sachen, aber grundsätzlich, das, was ich gesagt habe, ist das Wichtigste, was man zum Thema Stimmen eigentlich wissen muss. Und wenn du es nach Gehör machst, wie gesagt, mit so Mallet-Schläge, 1, 2, 3 Zentimeter vom Rand entfernt schlagen und die Unterseite des Felles mit der Hand festhalten oder das Ganze auf ein Kissen legen. Okay, also dann weißt du Bescheid zum Thema Stimmen und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann.